Hallihallo und herzlich willkommen hier im TSW 4 von der Vorarlbergbahn. Mein Name ist Trains and Play und ich begrüße euch einerseits hier auf meinem YouTube-Kanal Trains and Play, andererseits aber auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer im Kanal von DTG, von Trains and World, denn dieses Video erscheint im Kontext des March Sales, wo die Vorarlbergbahn unter anderem auch im Sale ist, genauso wie die Dispolok 182, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und daher dachte ich mir, fahren wir mal hier zusammen mit der 182 einmal so durch die Gegend, einmal über die Vorarlbergbahn. Wir stehen hier gerade in Lindau-Reutin und fahren runter bis nach Bludenz. Genau, hier unten hin. Haben hinten dran die Eanos-Wagen von VTG. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich schon abfahren, denn das Signal ist schon umgesprungen. Wir stellen den Fahrtrichtungswendern Vorwärtsstellung. Die SIFA geben wir auch noch frei. Beziehungsweise erstmal hier das Display können wir mal auf dunkel stellen. Das passt soweit. Das Display stellen wir ebenso auf dunkel. Können hier bei den Funktionen einmal ganz kurz die E-Bremserhöhung aktivieren. So, mit Taste E bestätigt. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, ob wir das überhaupt dürfen, aber wir können es, deshalb machen wir es. AFB an. So, der Rest passt soweit. Auch hier mittlere Zugart ist eingestellt. Das passt soweit auch sehr gut. Wir können hier vorne einmal die Spitzensignale einstellen. Heute sind übrigens mal keine Mods mit dabei. PZB schalten wir auch an. Und die LZB auch. Und dann sind wir auch schon abfahrbereit. Fahrtrichtungswender ist in Vorwärtsstellung. Leistung können wir noch nicht aufschalten, weil die direkte Bremse gelöst ist. Okay, AFB. Müssen wir die vielleicht noch vorher einmal auf 0, ups, auf 0 setzen. Genau. So, und jetzt können wir die AFB nochmal auf 40 setzen. Ja, ja, ist ja gut. AFB. Ja. Ach. Danke. Und auf geht's. So, wir können hier eigentlich die Helligkeit ein bisschen erhöhen. Aber kurz auf Signal geguckt. Genau. So. Uns mal ein Fenster hier aufmachen. Huch, haben keinen Soundunterschied. Nö. Dann lassen wir die Fenster zu, wenn es eh keinen Unterschied macht. Und fahren Richtung Bludenz. Ausfahren dürfen wir mit 50, daher befreien wir uns auch von der PZB. Und gehen auch schon auf die 50. Und schauen mal, wir haben uns jetzt hier auf die Strecke gequetscht. Durch den Free-Roam-Modus einfach die 182 gespawnt und die Güterwagen. Die sind doch leer heute, ne? Fahren hier ohne Beladung und was ich vergessen habe, das Leselicht natürlich anmachen, das ist aber egal. Hier das. Dann haben wir auch vorne die Spitzensignale und hinten haben wir keine Zugschlusstafeln. Wo sind die Zugschlusstafeln? Na, hier haben wir das soweit eingestellt, aber uns fehlen leider die Zugschlusstafeln. Wir gehen auf 100 km/h, was auch. Ja, ich weiß nicht, ob das unsere Höchstgeschwindigkeit ist, ehrlicherweise. Aber wir können auf jeden Fall schon mal auf die 100 hoch. Ja, mal gucken, ob wir tatsächlich mit einer grünen Welle rechnen können.
Also unsere Wagen können 120 schaffen. Ich habe es gerade mal nachgeguckt. Und da sie unbeladen sind, würde ich behaupten, ist das dann auch okay, die 120 mit denen zu fahren. Schneller als 120 dürfen wir sowieso nicht durch die PZB. Sehr schön. Hervorragend. Dann einmal Fahrschalter auf aus und den Hauptschalter runter. Ich glaube, wir können hier, glaube ich, bei dem Taurus können wir gar keine Länderwahl. Nee, hier können wir keine Länderwahl durchführen. Hier beginnt dann auch die Schutzstrecke. Und ab hier können wir auch den Panto wieder, beziehungsweise den Hauptschalter wieder einschmeißen. Ja, wir können ein bisschen nebenbei über die Semmeringbahn sprechen, wo ja auch die Baureihe 1116 mitgeliefert wird. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Da gibt es ja einige, die behaupten, dass das mehr oder weniger die gleiche Lok sei wie die 182. Dem ist nicht so. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Die Loks haben technisch gesehen leichte Unterschiede. Und der Führerstand ist auch anders. Ne, also da haben wir den blauen Führerstandstisch mit den MFDs und nicht mit den MFAs. Ne, also hier haben wir die MFAs, die analogen Anzeigen, und die MFDs haben die digitalen Anzeigen. Und was man schon in der Preview zur 1116 gehört hat, der Sound ist anders, der Sound ist besser. Da freue ich mich schon sehr drauf, mit der 1116 dann mal durch die Gegend zu fahren. Das wird richtig gut. So, mal schauen, wie schnell wir sind. Zu schnell. 29? Ach so. Oh. Wir haben tatsächlich halt zu erwarten, schnell runter auf unter 70. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlicherweise. Ich habe gedacht und gehofft, dass wir da vielleicht eher auf eine grüne Welle treffen, aber dem ist nicht so. Ich hoffe mal, wir haben keinen Zugstau verursacht. So, wir lassen mal rollen. Da vorne ist schon das haltzeigende Signal. Hier am Bodensee, sehr, sehr schön an dieser Stelle. Also hier möchte man doch wohnen, oder? Hier würde ich sehr gerne wohnen. Der Bodensee, das Wasser, die Züge, herrlich. Interessant auf jeden Fall, dass wir auf dem eingleisigen Abschnitt ein haltzeigendes Signal voraus haben. Mir schwant Böses. Aber wir gucken gleich mal auf die Karte, was los ist. So, wir halten an. Das Gute ist, in Österreich gibt es selten 500-Hertz-Magnete. Daher, ja, genau, müssen wir uns da keine Sorgen machen. Okay, also Signal zeigt Halt, weil hier vorne ein Zug steht. Und der möchte. Oh. Oh. Ich glaube, wir haben uns verkeilt. Seht ihr das? Wir wollen nämlich. Nee, Moment, gar nicht. Wir fahren ja über dieses Gleis hier. Und der steht ja hier. Ach, da. Ah, das ist der Schuft. Das ist der Schuft. Dann dürfen wir jetzt gleich jeden Augenblick losfahren. Allerdings mit Halt zu erwarten. Und die Schranke müsste dann auch gleich runtergehen. So, wir sehen schon, die Schranke geht runter.
Und wir dürfen fahren. Das tun wir jetzt auch. Oh. Ach so. Ups. Seht ihr das? Da war ein Signal. Ja, okay. Ups. So, Bremsen müssen sich wieder lösen. Ach, wir haben gar nicht die Bremsart ausgewählt. Ah, wir hätten mal G wählen sollen. Können wir das noch ändern? Bin mir nicht sicher, ob er das übernommen hat, aber ich hoffe mal. Na? Okay, jetzt kommt er. Ja, das ist natürlich peinlich, peinlich, peinlich. Jetzt mich direkt hier vor einem internationalen Publikum blamiert. Wir fahren aus mit 40 oder fahren weiter mit 40. Hier kommt gleich der nächste Regionalzug nach Bludenz. Aber ich finde ja die österreichischen Signalbilder toll und oh, was ist das denn für ein schönes Gebäude? Guckt euch das mal an. Das ist richtig schön. Hatte nur leider keine Uhr. Okay, 70 blinkt, das heißt also, wir dürfen. Ja, wobei. Ja, doch, ja. Okay, wir dürfen ab jetzt hier 110 fahren. Dementsprechend können wir schon mal auf der AFB die 110 einstellen. Befreien tun wir uns nicht, denn wir fahren ja in Österreich, deshalb dürfen wir uns dort nicht von der PZB befreien. Oder zumindest macht man es nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man es auch nicht darf. Aber in jedem Falle sollte man es nicht machen. Herrlich, ich finde es toll, durch Österreich zu fahren. Das ist jetzt. Ja. Bald dann. Nicht die einzige rein österreichische Strecke oder hauptsächlich österreichische Strecke, sondern mit Semmering kommt dann ja auch noch die nächste österreichische Strecke und Eisenbahn in Österreich ist auch wirklich toll. Das muss man definitiv sagen. Also ich glaube, jeder, der deutsche Strecken gerne fährt, würde auch österreichische Strecken gerne fahren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und es macht ja auch viel Spaß. So, ich sehe schon wieder einen Halt voraus. Daher schon mal die E-Bremse rein. Jawohl. Da ist dann die langsam, das haltzeigende Signal angekündigt. Nehmen mal 100% E-Bremskraft. Das bestätigen wir. Sind jetzt gleich auch schon unter der Prüfgeschwindigkeit der PZB. Hervorragend.
So, das ist, glaube ich, zu bestätigen, wenn ich das jetzt richtig. Ja, genau. Den mussten wir bestätigen. Und dann müsste gleich irgendwo das halbzeigende Signal auftauchen. Da ist es auch schon hinter der wunderschönen grünen Brücke. Ja, Türfreigabe. Türfreigabe. Ja. Also das Video wird hier heute maximal eine Stunde gehen. Wenn wir bis dahin nicht in Bludenz angekommen sind, müssen wir das leider vorher schon unterbrechen. Hervorragend. Wir können es vermeiden anzuhalten. Stattdessen können wir zum nächsten Signalblock huschen. Das musste bestätigt werden. Auch eine interessante Bauweise, oder? Dass die Brücke auf der einen Seite so gebaut wurde und auf der anderen Seite so. Schön, schön, schön. So, wo geht's eigentlich hier lang? Industriegleise vielleicht. Das nächste Signal zeigt freie Fahrt mit Halt zu erwarten an. Daher fahren wir jetzt auch einfach nicht schneller als 70. Bringt ja nichts. Also es ist ja natürlich sinnvoller, dass wir dann unsere Durchschnittsgeschwindigkeit niedriger halten, damit wir nicht so oft so heftig hineinbremsen müssen und wieder beschleunigen müssen. Das sind nämlich ordentlich Kräfte, die da auf das Material wirken und beim Zug zu insgesamt mehr Abtrieb führen, beziehungsweise Abrieb. Und das können wir so ein bisschen vermeiden, indem wir etwas weniger aggressiv anfahren. Und dann müssen wir jetzt. Ja, wir sehen es. Das nächste Signal ist schon wieder umgesprungen. Nein, liebe Lok, es wird keine Tür freigegeben. Wir haben nämlich keine Türen mit Ausnahme dieser beiden Türen am Maschinenraum. Wir beschleunigen wieder wie gehabt auf die 70. Bestätigen das Signal natürlich. Ich weiß gar nicht, ob wir bisher schon mal zusammen im Taurus hier unterwegs waren, auf der Vorarlbergbahn. Natürlich, wenn Semmering erscheinend wird, dann werden wir das noch häufiger. Weil dann ist es natürlich was anderes, mit einem ÖBB-Taurus tatsächlich hier durch die Gegend zu fahren. Das ist ja jetzt hier die Dispo-Lok-Lackierung.
So. Hier ordentlich viele Containerzüge und Eanos-Wagen, Habinz-Wagen, ÖBB 4024 da vorne abgestellt. Also auf jeden Fall sehr viel hier unterwegs. So, da hinten müsste, glaube ich, am Bahnsteigende das Signal stehen. Zumindest auf der anderen Seite steht es dort. Daher bremsen wir jetzt mal rein. Oh, auch sehr schön hier. Gucken wir uns ganz kurz mal an. Unlock the Dock aus dem Creators Club. Ich weiß leider nicht, von wem genau der Vectron stammt, aber es ist wirklich eine sehr schöne Lok. Generell ist es ja, was Vectrons angeht, unfassbar, wie viele richtig, richtig gute Repaints mittlerweile verfügbar sind im Creators Club, wo man echt sagen muss, die sind von der Qualität her wirklich so wie sonst, was es so auf dem PC an Mods gibt, sind da die Vectrons definitiv auch am Start. Also Hut ab vor den Leuten, die Repaints machen. So, ja, war klar. War klar. Ach so, genau, wir haben ja hinten noch die Zugspitzensignal. Da machen wir das lieber so. Genau. Und hinten haben wir leider immer noch keine Zugschlusstafeln. So, theoretisch darf jetzt 140 gefahren werden. Sagt die Wagen hier ohne Beladung heute. Auch eine schöne Perspektive, oder? Okay, ich habe das Gefühl, dass... Nee, schade, ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht doch ganz entspannt fahren können mittlerweile, aber wie wir auch hier sehen, außer wir haben das Glück, das Signal springt jetzt noch um, aber wie wir auch hier sehen, haben wir schon wieder Halt zu erwarten. Eieiei, wir sehen ja häufiger rot als ein Stier in einer Stierkampfarena. Nicht, dass ich das begrüßen würde. Stierkämpfe sind Tierquälerei und aufs Schärfste zu verurteilen. Das sei an dieser Stelle nochmal gesagt. So. Wo steht denn das Signal? Das müsste jetzt hier irgendwo hinter der Kurve sein. Also schön, oder? Wenn man sich da vorne mal den Berg anguckt und das mal mit Arosa vergleicht, dann merkt man schon, okay, ja. Joa, also TSW ist mittlerweile, hat sich echt gut entwickelt, ne?
Nicht, dass ich sagen würde, alles ist perfekt. Nicht, dass ich sagen würde, da gibt's keine Bugs, keine Probleme, die da unbedingt gefixt werden müssten oder so. Aber man kann ja auch mal die schönen Momente auf jeden Fall auch genießen. Und ich finde, das hier gehört definitiv mit dazu, sich mal einfach diese Bergkulisse zu geben und da mal einfach ganz entspannt den Blick wandern zu lassen. Entspannt können wir auch dahingehend sein, denn das halbzeigende Signal ist umgesprungen auf Fahrt. So, da vorne kommt uns wieder ein Triebzug entgegen. Wir sagen kurz Hallo. Und sagen auch dem Signal kurz wieder Hallo, beziehungsweise der PZB. Und die PZB grüßt uns zurück, indem sie Folgendes sagt, nämlich Zug B1. genau. Ja, so anstrengend kann das manchmal sein im Güterverkehr, ne? Dass man da ständig einfach, weil man da irgendwo immer zwischengeschoben wird, aber auch dann ständig entsprechend mit der PZB zu kämpfen hat. Die einen da nicht einmal eine Sekunde Ruhe gibt. So, ihr seht, das Signal ist umgesprungen. Wir gehen also wieder auf die 70 hoch. Das bestätigen wir natürlich wieder. Zug B1 Flüssen. Zug B1 Flüssen. Da kommt uns ein Vectron entgegen. Hallihallo. Kurz mal auf- und abgeschaltet. Mit Habinswagen durch die Gegend fahrend. Wir nehmen die Leistung raus. Denn ich denke mal, am Ende des Bahnsteigs steht schon das halbzeigende Signal für uns. Jawohl, da ist es auch schon. Und wir bremsen rein. Jetzt kommt gleich wieder die Türfreigabe. Bei 30 km/h setzt sie, glaube ich, ein, also ungefähr jetzt. Genau. Wir lassen noch mal ausrollen. Lassen den Zug ans Signal ranrollen. Das habe ich aber gesehen, der Herr. Sie standen kurz in der Luft. Wie haben Sie denn das gemacht? Würde ich auch gerne können. Naja. Und dafür kann ich hier gerade einen Zug fahren und der Herr kann das nicht. Okay, ja. Ordentlich viel Rot hier. Ordentliche Rotausleuchtung.
Aber das gibt mir eben die Gelegenheit, auch mal kurz reinzugucken, wie lange wir denn schon jetzt hier unterwegs sind heute zusammen. Das sind, auf mein Aufnahmeprogramm geguckt, genau 30 Minuten und wir haben einen Weg geschafft von, ja, nicht einmal der Hälfte. Das heißt also, ich glaube ehrlicherweise nicht, dass wir es ganz bis nach Bludenz zusammen heute schaffen. Denn, um das ganz kurz einmal hier offen zu legen, um hier mal ganz transparent zu sein, es gibt halt eben Zeitslots, gerade hier im Stream von DTG, von entsprechend einer Stunde, wie ihr unschwer auch selbst schon bestimmt erkannt habt. Und dementsprechend sollte das Ganze hier nicht über eine Stunde gehen, denn da gibt es ja auch noch andere Streams, die da gezeigt werden, andere Führerscheinsmitfahrten. Und dementsprechend schauen wir mal, dass wir hier nicht über eine Stunde kommen, aber ich glaube ehrlicherweise wirklich nicht, dass wir es schaffen, bis Bludenz anzukommen. Wir fragen mal ganz kurz beim Stellwerk nach. Nö, abgelehnt. Stellwerk sagt nein. Dann gucken wir mal ganz kurz auf die Karte. Wieso, weshalb, warum? Okay. Da vorne kommt ein Zug, aber ich glaube, der ist nicht unser Problem. Das ist ein langer Block. Moment. Also erstmal hier ganz kurz. Okay, ja doch, ja. Jetzt. So, da können wir einmal ganz kurz aufblenden und wieder abblenden. Einmal gegrüßt. Wir bleiben dabei, dass wir erstmal nur 70 fahren. Und wenn wir sehen, das funktioniert ganz gut, dann können wir doch noch mal etwas mehr Geschwindigkeit aufnehmen. Vielleicht ist ja der Zug, der vor uns her tingelt, ja in irgendein Portal verschwunden oder so ähnlich. Ja, und wisst ihr, was toll wäre? Und das wurde sich aber auch schon oft gewünscht, dass der Railjet für die Semmeringbahn kommt. Und den könnte man ja auch hervorragend, denke ich mal, hier einsetzen auf der Vorarlbergbahn. Und genauso gut kann man den ja auch einsetzen auf München-Salzburg. München-Salzburg auf Rosenheim-Salzburg, pardon. Da hoffe ich doch sehr. Also die TG scheint auf jeden Fall das Feedback gehört zu haben. So viel haben sie schon selbst gesagt im Sinne von, ja, wir haben euch gehört. Was sie dann daraus machen, schauen wir mal. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass die Verkaufszahlen von einem Railjet auch sehr gut sein könnten. Oder was haltet ihr von einem Railjet? Schreibt es gerne mal in die Kommentare oder in den Live-Chat hier einmal rein. Das interessiert mich sehr. Ob ihr euch auch einen Railjet wünschen würdet, natürlich dann mit Steuerwagen. liebe Baureihe 101. Kleiner Running Gag. Sowas wie ein Steuerwagen existiert nämlich eigentlich gar nicht. Und bitte, bevor mir jetzt irgendjemand in die Kommentare schreibt, doch ein Steuerwagen existiert, ich weiß das. Danke. So. Ja, also das erste Mal seit Ewigkeiten nicht Halt zu erwarten. Ja, auf dem Streckenmonitor sieht es auch ganz gut aus. Vielleicht können wir dann doch auf die 100 mal beschleunigen. Komm, wir machen das mal. Wir wagen es mal. Auch schön, sich hier zwischen den Bergen hin und her zu winden. Dass man auch ständig wirklich diese alpine Kulisse hat, links und rechts, das ist wirklich schön. Ich muss sagen, es ist szenerietechnisch ist die Strecke einer meiner absoluten Lieblingsstrecken. Wenn man das mal vergleicht mit dem Train Simulator, wie da Berge dargestellt werden auf die Distanz und Wälder und so,
Das ist um Meilen besser. Also hier im TSW ist das um Meilen besser. So, ich bin fast schon geneigt, 120 einzustellen auf der AfB. Ja, Leute, wir machen das jetzt. Kommt schon. Die Wagen übrigens kommen mit der mit dem Vectron DLC mit dazu. Oh, hallo. Ne, die Wagen, die wir hinten ziehen, kommen mit dem Vectron DLC und ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist halt nicht nur die Vorarlbergbahn jetzt gerade im Sale, ich glaube aktuell bei 40% und auch nicht nur die Dispo-Lok 182, sondern wenn ich das richtig im Kopf habe, auch der Vectron und da muss ich sagen, das ist das beste Fahrzeug von DTG seit langem, seit langer, langer Zeit wirklich soundtechnisch, Fahrphysik, Gameplay, wirklich alles hervorragend gemacht beim Vectron. Da muss ich echt sagen, 5 von 5 Sternen. Von daher, wenn ihr ein paar Euros übrig habt und nicht wisst, was ihr euch im Sale holt, holt euch den Vectron. Vertraut mir. Also da muss ich an dieser Stelle da vielleicht so ein bisschen so ein Vertrauen, dass auch vielleicht einige haben jetzt über die Zeit hinweg, dann dahingehend auch mal nutzen, in Anführungszeichen. Also ich nutze es ja nicht aus, ne? Es bringt mir ja nichts, ob ihr nun den Vectron kauft oder nicht. Ich habe davon ja nichts. Aber tut euch selbst den Gefallen und holt euch den Vectron, denn die Lok ist wirklich, wirklich schön. Was nicht wirklich, wirklich schön ist, ist die Tatsache, dass wir übrigens schon wieder hier am Halten sind. Auch interessant, oder? Am Halten sein. Denn halten ist ja eigentlich kein duratives Wort, ne? Halten ist ja. Halten, anhalten, würde ich sagen, ist ja eigentlich eher ein Wort, das einen ganz bestimmten Zeitpunkt und keine Dauer umfasst. Ja, wobei halten. Ja, wobei ist halten doch durativ? Aber jetzt bin ich mir mal nicht ganz sicher. Entschuldigt, ich komme gerade in so sprachphilosophische. In so sprachphilosophische Gedanken rein. Die haben nichts mit der Zugfahrt hier zu tun. Ob halten nun durativ ist oder nicht, ist vollkommen egal. Ich werde es später dann googeln. Auf jeden Fall halten wir. Ganz offensichtlich. So, wir rollen noch ans Signal ran, in der Hoffnung, dass das Signal vielleicht noch umspringt, aber das tut es nicht. Daher halten wir an. So, und dann sind wir schon. Ja, ach, come on. Also, jetzt, ich fühle mich so ein bisschen. Ich fühle mich ein bisschen reingelegt vom Spiel. Also, ich glaube, der Fahrdienstleiter hat heute einen Clown gefrühstückt. So, wir dürfen nur 40 fahren. Okay, PZP hat sich auch schon beruhigt. Von daher dann auch hoch auf die 120.
Und vielleicht sei mir an dieser Stelle einmal ein Foto gestattet. Ich habe nämlich noch kein Foto gemacht mit dem Fotomodus. Das kann natürlich nicht angehen. Das muss sich noch ändern. Hier mit der Bergkulisse im Hintergrund. Jawohl. Und einmal von der anderen Seite kurz ein kleines Fotoshooting gemacht. Vielleicht auch so ein bisschen von weiter weg. Und von weiter unten. Oh, das gefällt mir auch. So. Ich weiß, ich romantisiere das immer zu sehr, direkt an der Bahnlinie zu wohnen, aber ich fände es irgendwie schön. So, dann müssen wir auch wieder den Hauptschalter auswerfen. So, wir sehen es, ne? Hauptschalter ist jetzt aus. Der guckt jetzt so ein bisschen genervt. Und sobald er da vorne wieder lächelt, ne, da seht ihr es, da lächelt er, dann dürfen wir den Hauptschalter wieder reinschmeißen. Jawohl. Sehr gut, das Signal ist umgesprungen. Aber dann fahren wir jetzt auch mal nicht schneller als 100. Und da ist auch schon wieder halt zu erwarten, das Übliche. So, ich denke mal, das Hauptsignal steht am Ende des Bahnsteigs. Jawohl, da hinten sehe ich es auch schon rot aufleuchten. Und dann halten wir auch wieder an. Hier in Gotzes an Bahnsteig 2. Verehrte Fahrgäste, ganz ehrlich, so wie ich hier heute am Anhalten bin bei den ganzen Bahnsteigen, können Sie auch einfach kurz in die Wagen reinklettern. Und ich nehme Sie mit zum nächsten Bahnhof. Ganz ohne Ticketkontrolle. Nein, natürlich nur ein Spaß. Sowas niemals machen, das ist gefährlich und illegal und stellt einen Eingriff, einen gefährlichen Eingriff in den Bahnbetrieb dar. Dementsprechend, wenn euch euer Leib und Leben noch etwas wert ist, tut es auf gar keinen Fall. Okay. Ja, seht ihr? Oh Gott. Ah, das ist doch
Das ist doch ein Scherz. Wirklich, an dem Moment, wo ich anhalte, springt das Signal um. Also, ich kann mir nur vorstellen, das muss ja in echt unfassbar frustrierend sein, oder? Wenn man sich die ganze Zeit so mühevoll da abrackert, einen Güter zum Halten zu bringen und dann kann man sofort wieder weiterfahren und denkt sich so, ja toll, thanks for nothing. So, wir sind mittlerweile bei 46 Minuten angekommen. Auch schön hier, wie das hier gemacht hast mit diesen Gegengewichten. Sind das Abspannmasten? Ich glaube schon. Hier so eine Art Holzbetrieb. Holzbetrieb. Ja, ne? Ihr wisst schon. Baumstämme. So, wie weit sind wir mittlerweile? Wir haben, ja, ich würde sagen, ein bisschen mehr als die Hälfte der Strecke hinter uns. Und haben auch schon wieder halt zu erwarten. Ich werde einfach aufhören, mich darüber aufzuregen. Bringt ja eh nichts. Vielleicht springt da das Signal noch um. Komm schon. Komm schon. Come on. Ah. Dann nicht. Dann nicht. So, ich glaube, wenn wir jetzt hier aus dem kleinen Tunnel rauskommen, müsste dann da rechts irgendwie eine Autobahnbrücke oder sowas uns verfolgen für ein paar Meter. Hier nicht so ein kleiner Weiher mit einer Autobahnbrücke. Na doch, da vorne. Aber es ist, glaube ich, nicht das, was ich meinte. So, Signal ist umgesprungen, hervorragend. Übrigens, ganz vergessen zu zeigen, es gibt ja auch den Roadrunner. Dazu muss man zweimal da drauf tippen. Und wenn der Zug da dran vorbeigefahren ist, dann macht das einmal Meep Meep. Im Fachjargon nennt man ihn auch Zuglängenmesser. Da habt ihr das gehört, ne? Der Zug ist an der Stelle vorbei.
Okay, wir sind hier in. Ach nee, wir können ja auf der Karte leider nicht erkennen, wo wir sind. Sulzrötis. Und haben. Oh, mit Ausnahme mal nicht halt zu erwarten. Wie kommt denn das zustande? Das ist ja verrückt. Da war jemand gnädig mit uns. Ja, okay. Zu früh gefreut. Ja, doch nicht. Hey. Glück gehabt, aber wir beschleunigen jetzt erstmal nicht, weil vermutlich das nächste, das übernächste Hauptsignal eh wieder halt anzeigt. Von daher lassen wir jetzt einfach mal kurz rollen. Feuerlöscher. Aha. Okay, das nächste Vorsignal ist wie zu erwarten halt ankündigend. So. Und dann halten wir da vorne auch schon wieder an. Ich mag es auf jeden Fall. Uns sind recht viele Züge doch entgegengekommen. Waren ja doch schon einige tatsächlich. Ja. Und das Signal ist umgesprungen. Diesmal etwas früher als sonst. Dementsprechend, ja, wir lassen jetzt erstmal einfach weiterrollen. Haben ja sowieso halt zu erwarten. Und da hinten dann das haltzeigende Signal, genau. Können schon mal die E-Bremse mal ordentlich reinnehmen. Auch wenn die in den unteren Geschwindigkeitsbereichen nicht mehr ganz so effektiv ist. Ich glaube, am effektivsten ist sie so im Bereich zwischen 80 und 160, 170 km/h. Da wirkt die E-Bremse besonders gut. Ansonsten in diesen niedrigeren Geschwindigkeitsbereichen ist sie halt nicht mehr ganz so stark.
und halten wieder an. Türfreigabe. 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 Also dieser österreichische Dialekt dieser guten Dame geht einem ordentlich auf den Keks, oder? Wobei er irgendwie auch schon irgendwie ganz nett ist. Ja, soweit ist es noch bis Bludenz und wir haben eine Videolänge erreicht von 56 Minuten. Von daher würde ich behaupten, können wir eigentlich an dieser Stelle einen Cut machen, denn wir sind hier ungefähr bei der Stunde angekommen, hier bei diesem Umspannwerk. Interessant auf jeden Fall. Genau, hier das Umspannwerk. Hier sind auch noch ein paar Mitarbeiter abgestellt, die diskutieren darüber, warum wir jetzt hier als Zug eigentlich stehen. Wir wissen es auch nicht so genau. Aber ich würde sagen, mit diesem Bild hier von unserem Zug verabschiede ich mich von euch und bedanke mich ganz herzlich bei euch allen fürs Zuschauen. Mein Name war und ist Trainsplay. Wenn ihr wollt, schaut gerne bei mir auf dem YouTube-Kanal vorbei, falls euch das Spaß gemacht hat. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem, was ihr sonst noch so macht. Ich wünsche euch Spaß mit dem nächsten Video, das erscheint, oder mit den vorherigen, die gekommen sind, wie auch immer. Da bin ich mir sicher, da gibt es einiges Spannendes. Ansonsten wünsche ich euch noch alles Gute und alles Liebe. Macht's gut. Ciao, ciao.